Dernbach im Westerwald. Die etwas andere Autoverwertung der vier Ludolf-Brüder. Günther und Peter warten auf Kundenanrufe. Manni und Uwe wollen ein Auto ausschlachten. Dafür muss Manni erst einmal die Motoren aus dem Weg räumen, die in der Halle gelagert sind. Manfred, macht ja, mir Spaß, so richtig zu schaffen mal wieder, wa? Ja, ich schaffe ja immer, du ja nicht, du guckst nur zu. Man muss gerade du sagen. Ja. Dann machen wir heute mal eine Fiesta, Manfred. Ja, dann kriegen wir eine Motor heute noch Kuchen rum. Können wir machen. Ja. Sieh mal zu, dass du fertig wärst. Genau. Ludolf? Ja, Ludolf? Guten Tag. Ja, was für ein Fiat? Baujahr? Moment. Peter, 93er Uno, eine Lichtmaschine. Ah, natürlich, da gibt es verschiedene. Da müsst ihr die alte ausgebaut als Muster mitbringen, jetzt gibt es verschiedene. Moment, was wird die kosten? Hallo. Zwischen 40 und was? Die UNO-Lichtmaschine. Die UNO kostet 45. 45 Euro. Die Schlafe kann ich auch keine Antwort geben. Uhr. Bitte, tschö. Du sag, ich habe gerade geschlafen. Die Ludolfs sind per Gesetz verpflichtet, gebrauchte Airbags zu vernichten. Eine Aufgabe, die Manni gerne übernimmt. Na, Uwe? Ja. Ich habe meine Vorrichtung gebracht. Manfred, du bist so eine richtige Knalltüte. Ja, es muss ein bisschen Spaß machen. Der Tag ist so langweilig. Das ist schön. Schaffen sollst du. Wollen wir heute was schaffen? Ja, Airbags springen ist schaffen. Das ist schaffen. Ach, Manfred. Wenn du nicht zum Spielen hast, bist du nicht glücklich, wa? Also, wo du recht hast, hast du recht. Ja, ich weiß es. Ja, nur Dollheiten im Kopf. Ja, nur Dollheiten im Kopf. Wo du recht hast, hast du recht. Ja, wenn du sie nicht hast, hab ich sie. Einen habe ich hier. Und den anderen habe ich hier. Uwe, du musst jetzt eine Minute Pause machen. Ja. Ja. Sicherheit Abstand nehmen. Stell dich hinter mich. Hast du schon angeschlossen? Ja, das macht schön Batterie du. Anschließen. Genau. Ja, so rum. Das gebe ich erstmal wegen die Leute, weil es ja Pflicht ist, da Warnsignal ab. Auch wenn es in der Halle ist. Und. Oh. Na, das ist schön gewesen. Ja, siehst du. Batterie wieder abschließen. Genau. Siehst du, wie schön der qualmt? Jetzt muss aber abkühlen lassen. Warum das lasse ich auch das abkühlen. Meine Springvorrichtung. Boah, das stinkt aber, Manny. Das macht richtig Spaß. Wenn es knallt, ja. Aber wenn die zu leise sind, ist nichts gut. Die BMW knallen immer am besten, richtig? Ja. Wegen die haben die größere Sprengstoffmenge. Super. Ja, die BMW sind immer besser. Die BMW gefallen mir am besten. Ach, die Klingel. Wollen wir mal gucken, was er möchte. Guten Tag. Hallo. Ich suche Bremsbeläge für ein Honda CRX Hinterachse. Hinterachse. Ja. Ich tu mal kurz fragen, ja? Alles einen klar. Moment bitte. Perfekt. Peter, für ein Honda CRX für Hintenbremsbeläge. Leider nicht mehr, Günther. Ja. So gerne ich helfen würde. Okay. Leider momentan nicht. Alles klar. Danke, ich würde auch gerne. Schönen Tag. Bitte schön und noch einen schönen Tag. Naja, alles kann man ja auch nicht haben, Peter. Hm. Das will ich auch. Das geht leider nicht. So, dann legen wir das wieder auf.
Aber was willst du machen? Da kannst du gar nichts machen. Das sieht super aus. Vorhin hatten die noch den Escort-Ton abgestellt. Sollen wir den gerade hochholen? Haben wir richtig aus Füßen, wenn ich da unten welche da rumspiele? In Ordnung. Legen wir erstmal weg dann, wa? Ja. Dann wollen wir mal gerade loslegen, wa? Ja. Gucken, was die Sachen haben. Richtig. Ein Kunde hat in der Hofeinfahrt ein altes Auto abgestellt, das die Brüder zerlegen wollen. Vielleicht können wir noch ein bisschen was gebrauchen, aber viel ist auch nicht mehr dran an der Krücke hier. Oh, ich mach mal ein schönes. Vielleicht ist der Motor noch ganz. Oh, wie läuft der denn? Kommt er nicht, wa? Hey. Oh, hörst du? Das bezieht sich an Lagerschaden. Der ist fester. Motor ist fester. Ey, der hat aber nicht lange gehalten. Was ist da passiert? Moment mal, Haube auf. Guck mal Öl nach. Eben gerade war die Ölanzeige auch nicht ausgegangen. Der hat doch aber hierher gefahren, der Mann noch, Mann. Guck mal Öl nach. Da hat sie angehört, als wenn er gerade festgelaufen wäre. Da guckt er das mal an hier. Null. Nix. Da ist nur ein bisschen Schmiere dran, ist alles. Hast du kaputt gemacht? Haha, der war festgelaufen. Der setzt sich einmal Auto rein. Trotz aller Müdigkeit, Peter will bei Uwe und Manni mal nach dem Rechten sehen. Unser Manni. Peter? Der gibt dreimal Gas, Maschine platt. Da hat gerade noch gelaufen. Mach mal an. Nee, der geht nicht mehr. Der geht überhaupt nicht mehr. Klack, der ist gerade gelaufen und da gibt der Gas zweimal. Rum, 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 weg war der. Wer macht die Maschinen kaputt? Der Uwe. Du hast eine Probefahrt gemacht, Uwe, und dann hast du ihn gegeben. Jetzt hast du ihn kaputt gefahren. Ja, die Maschine. Dann lass den Manni schnell rein. Ja. Wir wollen mal gucken. Das hast du mit vielen Motoren gemacht. Moment, du Stroll. Ach, komm, du auf eine Frage, Uwe. Ja, so geht's jetzt nicht. Nee. Vater hat gesagt, der Uwe fährt jeden Wagen kaputt. Ist gar nicht wahr, Peter. Doch, ja? Kommt das nächste. Ja, jetzt kommt das nächste. Wir hatten einen Admiral. Ein Admiral mit 68.000 Kilometer. Die alte Krücke, der Wagen war 4,5 Jahre alt. Kriegst du einmal den Wagen in der Hand? Ja, Peter. Ja. Kaputt gefahren. Was hast du denn für ein Dankeschön mit deinem Fiat gemacht? Dein Spider, den du geliebt hast. Ist gut, Thema abgeschlossen. Doch. Aber hier, der Waffe geht hin. Und fährt den Plan. Wir machen eine Wette. Du hast Großkotz gespielt. Du kriegst ein Auto ohne Öl. Ich krieg ein Auto ohne Wasser. Wir machen es umgekehrt. Nein, ohne Wasser, der hält ja länger. Ohne Wasser. Du, weil du mich geschimpft hast, kriegst du ein Auto ohne Öl. Manni ist immer noch etwas sauer auf Uwe. Ein für alle Mal will er seinem Bruder beweisen, dass er besser mit Motoren umgehen kann. Uwe soll ein Auto ohne Öl fahren, Manni eines ohne Wasser. Wer auf der Teststrecke mehr Runden dreht, bevor der Motor kaputt geht, hat gewonnen. Günther, jetzt haben Sie einen Escort gekriegt, einer fährt im Motorblatt. Da war bestimmt der Uwe hundertprozentig, wie er immer macht. Jetzt schiebt er auf Manni, der Manni regt sich auf. Du weißt ja, wie der Uwe ist. Der macht erst den Motor kaputt, dann lässt er denjenigen noch reinsteigen und dann will er anlassen, dann ist er fest. Das ist das bei Uwe ganz normal. Der kriegt auch alles kaputt, auch wenn kein Öl und auch wenn Wasser und Öl drin ist, kriegt er trotzdem klein. Unser Manni, der Kleine, der ist ja noch nicht das gewöhnt wie wir, hat sich aufgeregt. Brauchen Sie bei den Uwe doch nicht aufregen. Ach, Gottes Willen. Der Uwe. Immer wieder, er hat es manipuliert, der Knilch, und ich soll es gewesen sein. Das kriegt er mal sein Fett ab. Manni muss Dampf ablassen. Am besten kann er das, indem er seine Gartenzwerge beschimpft. Jeder trägt den Namen eines Ludolf-Bruders. Kleiner, mieser Zwerg. Günther kann ja nichts dafür. Der schläft so und so. Peter geht ja noch. Er war einigermaßen neutral. Ja. Und Sech, natürlich der Liebste. Ah, der Manni. Der schöne Naturbursche. Richtig. Türchen zu. Jetzt fangen wir mal an. Mit dem lieben Manni und dem alten Knirch, den Uwe. Der alte Knirch. Knirch, ich trage dich rüber. Junge. Der Uwe. Heute bin ich echt stinkig. Wenn er mich reinlegt, dann nehme ich mal neues Material für den Uwe mit. Das ist mir noch zu für den Uwe gut genug. Na, Peter. Du warst ja einigermaßen neutral. Und du da, Uwe, du warst sehr fiese zu mich. Einmal hier, einmal da, einmal hier. Das sieht gut aus. Ja, was denkst du dich, Junge? Ah, da bringt die Ruhe.
Jetzt sieht man den Uwe, was er verdient. Na Uwe, was sagst du dazu? Jetzt bist du richtig manipuliert. Das sieht schick aus. Ja. Ludolf? Jago. Einen Moment mal. Peter, hier hat einer, der möchte Jago loswerden, aber nicht umsonst. Ich zoome mal ein bisschen ran. Ja, Ludolf? Was haben Sie für Jaguar? Ein 88er. Ja, wo steht denn der überhaupt? Erstmal. Naja, haben Sie recht. Was Ärger macht, muss weg. Machen wir mal so. Mein Bruder und der andere vielleicht, die kommen nachher mal vorbei. Okay. Tschüsschen. Und jetzt muss ich dich noch wieder sauber machen. Für nächstes Mal. Uwe. Jetzt kriegst du die letzte kalte Dusche, die du verdient hast. Junge, Junge. Na, du bist ein richtiges Ferkel, so richtig schmutzig. Ein bisschen noch das Gesicht säubern. Ja, da fährt schon mal schöner. Aufregen bringt nichts, die Beruhigung kommt. Na, und sonst, wie geht's dir? So wie immer. Fantastisch. Ich werde langsam müde. Aber du ja auch, gell? Nee, ich nicht. Gott sei Dank nicht. Naja. Was willst du gegen machen, gell? Kann man gar nichts gegen machen. Ja, siehst du. Naja. Nachdem Manni am Gartenzwerg Uwe seine Wut ausgelassen hat, will er mit seinem Bruder eine Tasse Friedenstee trinken. Na, Peter, wollen wir uns mal schön Tee trinken? Nee, Uwe, lass mal den Tee trinken, das sein. Brauchst du nicht hin, setz denn. Und das denn? Ich sitze aber schon. Ja. Ja. Ich habe hier eine Adresse aufgeschrieben. Ja. Wohin? Das passt auch der Tee zu, was schönes Englisches. Was? Könnt ihr vorstellen? Nee. Ein nettes Englisches. Ein Jaguar. Ein Jaguar. Ah, Jaguar. Wir können einen Jaguar haben in Ransbach-Baumbach. Ja. Mhm. Uwe, Tea Time ist später. Wir fahren los. Läuft der Wagen noch oder müssen wir mit dem LKW fahren? Der Wagen läuft noch. Du brauchst nicht mit dem LKW fahren. Also können wir mit dem PKW gerade rüberfahren. Mhm. Adresse brauchen aber wir. Aber hier Adresse, komm mal, Manni. Okay. Genau. Bis gleich, Peter. Wir kommen gleich wieder. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. Dann haben wir gleich unsere Tschüss. Gib mal Gas. Tschüss. Ach, endlich sind die Quatschköpfe raus. Sie sind nette Jungs, aber die lassen eigentlich schlafen. Uwe und Manni machen sich auf den Weg. Peter betritt sein Reich, die Lagerhalle. Ein Kunde hat am Telefon einen Auspuff bestellt, den muss Peter jetzt in seinem Haufensystem suchen. Ach ja, hier fühle ich mich wohl. Hier ist es schön. So. Da, 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 da haben wir ihn. So. Einen Moment, da muss ich mal fragen. Peter? Ja? Für einen 98er Astra Gen-CD-Wechsler? Nein. Nein, momentan. Aber du kannst meinen Teil gleich annehmen. Natürlich. Ja, wenn nicht. Roll an. So, Peter, wohin? Stell das dahin. Okay. Gut gemacht, Günther. So, brauchst du noch Hilfe? Nein, fantastisch. Uwe und Manni sind mit ihrer Beute auf dem Heimweg. Nobelkarossenfan Manni sitzt am Lenkrad des 19 Jahre alten Jaguars. Im Großen und Ganzen ist er nicht schlecht. Ein bisschen schwammig ist er. Ich musste auch so gegenlenken durchgehend. Eindeutig. Ich habe aber auch einen Pluspunkt wieder entdeckt. Die regelbare Heizung. Lässt sich sehr schön dosieren. Soll ich meine ehrliche Meinung über englische Autos geben? Ich finde sie auch mit ihren kleinen Fehlern herzlich. Also mir gefallen sie gut. Gerade die kleinen Fehler sind nicht mehr übel. Zum Beispiel der Rolls-Royce, Bentley, Martin Astor ist einer von meinen Lieblingsautos mit. Oder Jaguar ist auch nicht schlecht. Man soll die Autos nicht schlecht machen, man muss mit die Kleinigkeiten leben.
Es ist eben noble Kiste. Man liebt ihn oder man hasst ihn. Und ich liebe ihn eben. Er hat was. Er hat Charme. Ja, das ist eine schöne Gegend hier. Passt zu den Jaguar. Es ist ein Auto einmal auf dem Land, aber man kann auch vor dem Museum vorfahren. Der ist gediegen eben, richtig? Das Auto präsentiert. Ich gehe nur nach den Jungs. Ist klar. Du kannst nochmal den verlexen, wie du sagst, gell? Okay, dann roll mal raus. Naja. Ja, Peter. Ja. Das ist ein schickes Auto. Da ist doch eine Eleganz. Ja, elegant, ja. Drin, aber was hältst du davon, Manni? Ich finde es gut, die Linie, der Chrom. Ich sehe schönes so Auto. Schönes. Das setze ich mal rein, Peter. Muss ich mal einsetzen. Richtig geil. Das setze ich mir nicht rein. Das ist wie für so einen vornehmen Mann wie ein Manni. Ja. Und ein kleiner Kolbenfresser. Setz dich mal da rein, junger Mann. Aber wirklich so ein schönes Auto. Ah, das ja. ist ein schönes Auto, gell? Ja, auf jeden Fall. Sollen wir mal gucken unter die Motorhaube? Nimm dein Fingerchen da weg. Aber der Jaguar auf der Haube war schöner, das raubt die Original. Ja. Mal hoch, wir gucken mal eine Motor an, Manni. Boah, ist schön. Ist aber unverkäuflich. Boah, die kann sich heute keiner mehr leisten, das Fahrzeug. Die waren unheimlich empfindlich. Vor allem ja, sag ich doch. Obwohl, da ist eine Schande um das Auto hier. Wenn ich in England leben würde, würde ich so einen Wagen fahren. Ja, da kannst du was normaler Bürger auch in England nicht auch nicht mehr. Peter. Da ist eben ein Auto für die Leute, was Geld haben. Und die kaufen sich auch keine gebrauchten Ersatzteile. Wunderschön. Die kaufen sich neu und wenn das wirklich hin ist, geht er in den Müll. Uwe, ist schade. Pass mal auf, Jungs, ich zeig euch mal was. Ja, zeig mal was. Guck mal hier, was ich gefunden habe. Oh! Uwe! Den haben wir noch nicht. Uwe! Den haben wir noch nicht. Da ist was für unser... Das ist deiner. Hey. Schöner. Nee, der kommt an hier vorne ran, an unser Fenster, ja. Unser Wunderbaum. Ich hab noch eine andere. Ein neues Stück ist da. Das ist der Uwe. Hallo. Oh, das stinkt noch riechbar. Bah, ekelhaft. Nee. Ich mag die ja nicht, aber zum Hinhängen. Ach, riecht gut. Ist es immer was Neues. Weiß ich, frisch geduscht. Super geil. Hallo, willst du auch mal riechen? Klasse. Der muss ich nochmal dazwischen machen, dann stinkst du nicht mehr so. Ich will dir mal, du stinkst nur. Ja. Hey. Ja. Ich will dir was erzählen. Ja, unser Vergleich. Ja. Test. Ich bin ein Edelmann und da passt ein edles Auto du zu mir. Du doch, aber nicht ein Edelmann. Und da ist das zu diesem Vergleichstest ideal. Manni hat sein Wettkampfgefährt also gefunden. Ausgerechnet mit der sensiblen englischen Raubkatze will er das brüderliche Duell gewinnen. Jetzt braucht Uwe noch ein angemessenes Auto. Das geht nicht, luftgekühlt, Peter. Manni! Und den würde ich auch nicht kaputt fahren. Nee, der ist mir schade. Das ist unser Liebling. Wo ich das Auto gekauft habe, das Mädchen habe ich versprochen. Der wird auch nicht Komm, kommen. Das wird nicht auseinandergenommen. Nein, das auf jeden Fall nicht. So, dann gehen wir mal gucken, Jungs, wa? Ja Jungs. Ja. Die Maschine, da brauchen wir die Ersatzteile. Uwe, jetzt zertrönen wir hier. Hier Kartonen haben wir schon. Hier will ich da nicht schaden beim Flammneues Automatik. Nee, das Getriebe ist neues, keine Automatik hier. Flammneu. Nee, ist nicht super, Uwe, nein. Nee. Was denn? Der Uno da unten ging noch. Ach, Uno, Uwe, hör doch auf. Auch an Uno. Ja. Das ist der Uno, wir sind vorbeigegangen. Was willst du da unten denn raus? Komm, lass mal an, Manni. Der wäre schön, gell? Mach mal an, ob er läuft überhaupt. Komm, muss laufen, die Maschine. Mach mal die Haube auf. Mach mal die Haube auf. Maschine geht sowieso ohne. Ja, eigentlich hier geht ein paar Blechteile. Ja, guck mal, sieht du das. Wie neu. Tut aber sauber. Und die Ersatzteile hier können wir immer noch verkaufen. Nani, da ist unser Auto. Du bist richtig. Schönes Auto, ja. Ich darf auf jeden Fall ohne Wasser fahren und er muss ohne Öl fahren. Das entscheide ich morgen. Das entscheiden wir morgen. Ich bin der Richter. Das ist gefallen, die Entscheidung. Ganz einfach, die Entscheidung ist gefallen. So, Peter, ohne Wasser, ohne... Darf ich mal einen Vorschlag machen? Nein, du darfst überhaupt keinen Vorschlag machen. Ich bin der Richter. Komm, Vorschlag geht. Hör mit deinem Blödsinn auf. Ein Wort. Kein Wort. Das ist gerecht. Hals, Mund, Hals, Fahrwerk. Jetzt ganz einfach. Ja. Ihr fährt alle beide ohne Wasser, alle beide Autos. Und alle beide Autos ohne Öl. Genau. Es muss reell sein. Es muss reell. Genau. Du bist ruhig. Das ist überhaupt kein Vergleich, den du vorhast. Manni, das ist ein Vergleich. Warum? Ganz einfach, ihr fährt alle beide ohne Wasser und Öl. Dann werden wir sehen, welches Fahrzeug durchhält. Ist doch einfach gleich. Das so rumgesehen, ist doch wieder was anderes. Das sind ja zwei Jungs. Fahrzeuge andere. Und wenn ihr es gut gemacht habt, kriegt ihr was Schönes. Was denn? Wir haben als Ehre, weil wir einen schönen Jaguar jetzt gekriegt haben, das ist ein englisches Fahrzeug, ist ein wunderschönes, mache ich euch was Schönes zum Essen. Was denn? Das ist... Lasst euch überraschen. Nudeln. So, das ist italienisch, haben wir schon. Deswegen, hier ist italienisch. So, Uwe, diskutiert weiter. Ja, ich gehe jetzt rein, klar?
Dann verdrück dich mal, Peter, ja, und wir tun uns gleich noch drum kloppen. Bis nachher. Aber Peter hat schon recht in der Sache, Manfred, wa? Ja. Jetzt bist du nur beleidigt, weil der Peter jetzt einen Ausgleich gekriegt hat, wa? Ja, akzeptier was. Ja. Guten Tag. Guten Morgen. Eine Frage, die kurze, hat die Klappe von unserem tollen Peugeot-Partner kaputt gemacht. Ja. Habt ihr sowas? Zeig mir mal. Für einen Renault-Partner. Nein, haben wir nicht da. Leider nicht. Hm. Momentan leider nichts. Schade, da habe ich mir fast gedacht, das ist ja nicht so oft. Ne? Ja, geht aber auch schnell weg, wenn man da ist. Alles klar. Haben wir Pech gehabt. Dankeschön. Bitteschön. Tschüss, tschüss und neues Jahr. Jo, gleichfalls. Danke. Bitte. Tschüss. Na ja, Peter. Ja. Alles kann man ja auch nicht haben. Nein, aber Freude, ja, kann man den bringen, gell? Ja, auf jeden Fall. Da sind liebe Kunden und liebe Kunden sind immer schön. Ach, Uwe. Hier machen wir eine schicke italienische Flagge drauf. Da brauche ich die Farbe grün, ja, weiß, aber da nehme ich Silber, das sieht noch schöner aus. Und ich brauche da noch die Farbe rot. Aber nicht so groß machen, denk dran, die Italiener sind alles so kleine Zwerge. Na, die, da muss man auch sehen, dass auch ein Italiener ist. Wer hat diesmal die Weltmeisterschaft gewonnen? Dann kriegen die auch eine große Flagge. Beweg mal deinen Hintern an, dann wollen wir gleich sehen, ob du es auch richtig machst, ob du die Flagge auch hinkriegst. Was ist das? Komm auf. So komisch gesehen habe ich aber nicht. Ey Manfred, du bist ein Arschgesicht. So was drauf zu spritzen, der kleine Uwe. Herr Manfred, der Sackgesicht. Du bist mal schon der richtige Trottel, Manfred. Also aufregend tut sie nicht. Doch, nee. Manfred, du bist mein Sieger. Am Nachmittag kommt Schwester Sabine auf den Hof der Autoverwertung. Sie begleitet Manni beim wöchentlichen Großeinkauf. Hallo, ihr Lieben. Und hallo. Wie ist es? Hallo, Biene. Ah, oh, lass dich mal knuddeln. Ja. Das muss sein. Ja. Hallo, Peter. Na, und? Ja. Ach, gut. Und selber? Sehr gut. Das ist doch super. Weißt du, ihr geht jetzt einkaufen? Ja, genau. Da habe ich was vor. Manni und Uwe haben ein englisches Auto, ein Jaguar. Deswegen will ich auch was zum Essen machen. Holst du mir bitte Chips und Fisch oder sowas? Ey, das ist eine super Idee. Da bringen wir uns mit. Ja. Ja. Okay, gut. Knuddeln. Mach mal, ja. Knuddeln, das machen wir immer. Sabine? Ja? Hey, ich habe eine Idee. Peter und so glaubt, dass wir das einkaufen fahren. Ja, machen wir doch auch. Nee. Ich will mich verkleiden. Weil ein englisches Auto ist, der Jaguar. Da will ich mich englisch verkleiden. Vielleicht als Sherlock Holmes oder Shemsha Melone oder als König. Ach, König muss nicht unbedingt sein, aber das andere ist ja eine super Idee. Wir werden ja gleich mal sehen. Ey, da freue ich mich wir aber. Wir fahren jetzt zum Kostümvergleich rüber, wie wo auch Kurt uns so geliehen hat. Uwe bereitet sein Fiat schon mal für den Vergleichstest vor. Peter hat eindeutige Regeln vorgegeben. Das gesamte Öl und Wasser muss abgelassen werden. Ja, da müssten wir einen halben Liter ablassen. Und ganz leer mache ich den nämlich nicht. Moment, da könnten wir was anderes machen. Wir schneiden den hier ab. Da mache ich den Ölmessstab hier trennen, bis hierhin und schiebe ihn wieder hier rein, damit am Messstab kein Öl zu sehen ist. Also habe ich das Öl abgelassen. Das Wasser ist ein bisschen zu sehen, dann mache ich noch ein bisschen Wasser ab, dann ist das Wasser raus. Dann schiebe ich den Wagen vor und wenn der Manni morgen fahren will, seiner fliegt um die Ohren, meiner läuft noch. Auto ein bisschen töten, das will ich noch nicht wissen. Uwe kann der Versuchung nicht widerstehen und schummelt. Er lässt überhaupt kein Öl ablaufen. Damit Manni bei der Kontrolle nichts merkt, kürzt Uwe den Ölstab um 2 cm. So, mal gucken, ob ich genug Öl abgelassen habe jetzt. Boah, das Öl total trocken. Hier müssen wir noch ein bisschen vielleicht machen. Ein klein wenig, aber Öl ist alle. Mann, noch mal hier, habe ich schnell Öl abgelassen. Geil, ist kein Öl mehr drin. Auto ist trocken. Haben wir schon geschafft. Mann, noch mal hier, schneller kann man kein Altöl ablassen. Ah, da hast du ja das Richtige ausgesucht. Ching, Chang, Scheinermann. Manni, du hast ein Schwänzchen hinten. Ja, das passt auch wieder, ne?
schön werden. Oh, wie süß. Weißt du, was mich da erinnert? An die Jungs, die man sich bestellen kann. Weißt du? Nee. Obwohl, lass mal anhalten. Ist ja auch nicht schlecht. Die Farbe steht ja auch. Schnieke. Ja, Sherlock Holmes. Schicker Sherlock Holmes. Ich war von den ganzen Sherlock Holmes-Filmen und Watson unwahrscheinlich begeistert. Es gibt ja zig Arten von Filmen von denen. Aber die Fälle, wie er die gelöst hat, die waren fantastisch. Da war ich immer ein Fan von. Wenn die waren, die Sherlock Holmes oder die Miss Marple, die Fälle, die waren unwahrscheinlich schön. Und das war viele Schwärmen von ihm, weil er so intelligent nachgedacht hat. Gute Idee. Ganz überhaupt. Was für ein intelligenter Blick. Das ist der detektivische Money-Blick. Der alles rausfindet. Schlecht. An Sachen auf den Grund gehst du ja auch immer. Aber ich persönlich tendiere doch zu was anderem. Tendierst du doch zu was anderem, obwohl es sieht... Schotte. Während Manni noch das richtige Outfit sucht, macht sich Uwe am Wassertank des Vier zu schaffen. Na, da läuft ja richtig schön raus, komplett aus dem Motor. Von dem Wasser muss ich auch ein bisschen ablassen, ein klein wenig lasse ich drin. Der Motor muss ja irgendwann verrecken. So, aber ich glaube, das reicht doch langsam. Mal ausprobieren. Ich bin komplett ablasse, das ist nicht gut. Da hält mein Motor nachher nicht. So, guck, wie sieht das aus? Sieht geil aus. So, mein Auto ist fertig. Klasse. Ach, Biene, sieht das nicht gut aus? Du siehst klasse aus, richtig knuffig. Ich mach mal Boah, sieht da toll aus. Ja. Nee, das ist noch besser, das musst du nehmen. Ja, der Gürtel passt. Das ist ja wie für dich gemacht, astrein. Ja, diese bin ich halt. Süß. Unser süßes Highlanderchen. Einen wird es nur geben. Es wird nur einen geben. Ja. Ah, das sieht kommt ja schon was. Komm, ich halte das mal fest. Ja. Und ein Schwert, das muss sein. Das sieht ja klasse richtig aus. Dann schauen wir mal, wie der wüste Geselle aussieht. Das sieht gut aus. So ein bisschen wie der Uwe. Auch das richtige Schwert, ja, das ist gut. Hey, das sieht toll aus, Astrein. Danke, McCloud. Klasse, wow. Das ist gut. Nimm mein Schwert, nicht die Finger schneiden. Nein. Das ist in Ordnung. Aber Astrein aus. Am späten Abend auf dem Hof der Autoverwertung. Uwe und Günther sind längst nach Hause gefahren. Peter sieht in seinem Zimmer fern. Nur Manni findet keine Ruhe. Gucken, ob der Uwe ehrlich gewesen ist. Erstmal gucken, Motorhaube aufmachen. Abgeschlossen. Was hat der? Er hat echt, glaube ich, fast gemacht. Der hat doch noch nie ein Auto hier abgeschlossen. Das hat er extra gemacht. Ah, nehmen wir mal die Matte hier. Aber der Uwe manipuliert immer. Das guck ich mal, wie ehrlich er war. Dieser linke Bock. Das komplette Öl drinne. Der wird sich morgen freuen. Er denkt, er gewinnt das Rennen. Ich weiß, was er gemacht hat. Er hat einen Ölmessstab abgeschnitten und alles drinne gelassen. Der wollte mich voll betrügen. Er hätte 100 Touren geschafft und ich hätte höchstens 2 geschafft. Er hat abgelachen. Super ehrlich. Ich hätte das Öl abgelassen. Ich bin eben so ein Idiot. Ich bin zu ehrlich. Und das nutzt er immer aus. Der Manfred macht ja alles. Ja, den kann man ja auch reinlegen. Und in diese Schüssel ist die Ehrlichkeit von Uwe. Morgen bin ich ganz scheinheilig und gucke nur Wasser und sag Öl. Gucke den Ölmessstab, zieh raus. Uwe, du bist so ehrlich. Super ehrlich. Deswegen habe ich auch so viel Vertrauen zu dich, Uwe. So super viel Vertrauen. Peter? Ja, Manni? Weißt du was, heute habe ich beim Fiat noch mal unten kontrolliert, die Ölablassschraube auf. Da war das Öl komplett drin, Peter. Der Uwe hat wieder geschummelt. Manni, Uwe schummelt immer bei so einer Sache, das weißt du ganz genau. Guck erst mal, was morgen gibt. Ja. Aber schlaf endlich, gell? Gute Nacht. Gute Nacht, Manni. Am nächsten Morgen erwähnt Manni gegenüber Uwe mit keinem Wort, dass er die Schummelei durchschaut hat. Uwe, ich glaube, ich muss die nehmen, wenn ich die ganz große. Boah, da ist aber ein dickes Ding, so eine Ölablassschraube, wa? Ja, wie bei mir. Da gibt's ja Probleme, Manni, wenn zu viel drin ist, wa? Uwe? Ja. Gib die größere.
noch eine größere. Na, da ist ein Autobahnometer. Ist nicht normal, da brauchst du schon... Die passt! Die passt! Ich hab sie angelöst. Und richtig. Na Jungs, was macht ihr da? Guck mal, was für Schräubchen drauf ist. Boah! Ölablassschraube. So eine Ölablassschraube, so große! Noch größer wie mein Panzer! Tja. Oh, das ist eine riesen Schraube. Ja. Öl, läuft von so einer Dicke. Es ist fair. Nee. Ich lasse es komplett ab. Es ist fair. Ich habe noch nie so große gesehen. Ist das jetzt abgenommen von dir? Ja, so ist fair. Ist das abgenommen? Ja, okay. Da, es läuft jetzt nichts mehr raus. Kann ich das wieder reindrehen? Kannst reindrehen. Es kommt kein Tropfen mehr. Ich drehe die Schraube gerade an. Ich wische die Schraube ab, dass kein Tropfen Öl in der Gegend rumläuft. Oh, das gucke ich mal, wie ich Wasser ablasse. Ja, guck mal, wie der Wasser ablässt. Kommt schon ein paar Tropfen. Ja, das kommt. Siehst du, Peter, wird da Wasser abgelassen oder nicht? Ja. Kannst bei mir auch noch mal versuchen, mal anfangen. Ich gucke gleich nach. Du kannst Schlauchrad machen bis zum letzten Tropfen. Ich gucke nach. Es soll fair sein. Ja? Und sonst gar nichts. Ein Mann ist fair. Ja. Ja. Capito, es wird nichts geschwindelt, gar nichts gemacht. Nee, es wird ordentlich gefahren. Nächsten Thema. Ja. Es geht nicht um Schnelligkeit. Der zuerst, also stehen bleibt, ist der Verlierer. Richtig. Capito? Ja. So schnell kann ich nicht, ich bin der Jüngste, Kinder. So, einfach, du kontrollierst selber. Ich klaue dich nicht. Wo ist der Ölmesstab? Ja, wo, da vorne ist der Ölmesstab. Fiat. Jetzt guck nach. Kannst nachgucken, kein Tropfen. Kein Tropfen Öl, er hat recht. Beim Öl warst du ehrlich, aber beim Wasser bin ich immer ehrlich. Da, guck. Da, Wasser. Ist halb voll auf Kühler. Ja, dann mach den da leer. Ich krieg den Schlauch nicht ab. Uwe, Öl, ist ich hab. Das zeigt genau an, wie viel drin ist, ob was drin ist. Du kriegst den Schlauch nicht ab, da bricht der Kühler ab. Ich hab da oben abgemacht. Ja, voll, halb voll. Dann hol her. Hallo, was ist? Halb voll. Oh, bisschen! Also so viel! Betrug! Nee! Ja, aber wie kann ich doch nicht mit Betrug durchkommen lassen? Wasser muss raus! Da ist kein Betrug, da ist. Das ist Betrug! Ich hab oben abgelassen. Den Schlauch machst du aber los, nicht ich. Mach ich den nicht los. Ich mach den los. Ich hab den da oben einmal losgehabt, hier oben. Das ist zu wenig. Und hab den da runtergedrückt und hab bis aus dem Motor ausgelaufen. So, Jungs, ich verdrück mich jetzt. Wir haben uns Ruhe vor dich. Ich mach das Essen. Nee, bitte mal anständig. Mach mal was essen, ja. Wir haben Hunger. Ich hab Hunger. Ja, aber ab jetzt. Bis nachher, Jungs. Bis nachher. Heute wird es bei den Ludolfs ausnahmsweise mal keine Nudeln geben. Mannis Jaguar hat Peter inspiriert zu Fish and Chips. Dass man die in England gerne isst, weiß Peter aus Spielfilmen. Ganz ehrlich, ich gucke gerne englische Filme. Scherm, Scham und belohne die alten Filme und so weiter. Fantastisch, traumhaft und alles. Und wer die Filme nicht gesehen hat, der hat viel verloren. Mit Cloud. Die Serie mit dem Schwert. Nur wenn du den Kopf abgehauen hast, dann hat er überlebt. Die ganze Serie hat gut gefunden. Ach, sowas sieht man das überhaupt nicht mehr. Klappt das? Ja. Da ist noch kein halben Liter, Mann. Der ganze Motorblock war leer. Fair ist fair. Ja, da war aber alle. Es war nur unten in den Drachen ein bisschen drin. Der Kühler selbst war leer. Ich hab nicht geschummelt. Flunkert, leicht geflunkert. Das ist gar nicht wahr. Der Motorblock ist leer. Ja, Manny, jetzt kannst du sehen, dass ich reell bin und ehrlich bin. Ja, ich glaube es jetzt. So eine ehrliche Seele gibt es nur einmal im Leben. Ich muss mich entschuldigen, ich habe deine Ehrlichkeit... Ja, da ist nämlich der Rachen hier. Ich dachte, du bist bei denen hier. Aber die Ehrlichkeit bei mir leider. Bei Rachen hier ist in dem Plastik, okay. Weil der Kühler leer ist. Du hast recht, du bist sehr ehrlich. Kühler rauf, Schlauch aufmachen und fertig. Manfred, traust deinen eigenen Bruder nicht mehr. Nee. Ich habe mich entschuldigt. Öl darf nicht zu wenig drin sein, die müssen feste werden. Wenn die nur unten, dann brennen die an. So werden auch die Seitenwände und so weiter schön durchbraten und alles. Deswegen sage ich ja, die Engländer können gut kochen. Die sind gute Köche. Schmeckt viel besser so. Es ist nur, die Engländer sind in vielen Sachen ziemlich romantisch. Die sind nicht so wie wir einmal weg und zack. Die machen, wenn man schon an Tee schon mal sieht, wie schön die machen. Da wird es wie ein ganzes Gericht gemacht. Das Tee wird erstmal schön warm gemacht, dann kommt der Milch, dann wird schön aufserviert, dann wird es schön genossen, nicht gesoffen. So, das heißt schon was, gell? Nee, die Engländer sind schon gut. Manni und Uwe laden den Fiat auf ihren LKW. Den Jaguar werden sie abschleppen.
Die Autos sollen ja nicht schon auf dem Weg zum Testgelände einen Motorschaden erleiden. So, jetzt hole ich den Fisch erstmal raus, dass sie nicht zu braun werden. Jetzt gehen sie nämlich noch. Der Teller ist nachher ganz fertig. Also fertig ist weg. Ich habe extra wie eine Pyramide gemacht. Dann bleiben die trocken oben, nachher drehe ich die anderen noch hoch, tue auf einen anderen Teller, dann sind die unten auch schön knusprig und lecker. Das Fett ist dann weg. Der Manni macht kein Fett dran. Man sieht ja, wie das Fett hier überall schwimmt hier unten. So, mal gucken. Ach, Peter bringt das Elster. Ja. Habt ihr jetzt alles fertig? Ja, wie sieht das aus? Ich darf euch eins. Ich habe hier Chips und Pommes frites. Chips? Also Chips sind Fritten, wa? Das sind Chips für die Engländer. Und Fisch. Die müssen in einer Tüte gemacht werden. Ja. Dann kommt dieser schöne Essig dabei. Essig? Das ist schwarzer Essig. Lecker! Etwas Salz. Ja, ich weiß. Das ist für die Ehre für den Wagen, für den Jaguar. Dann machen wir. Mal richtig schön hier voll. Aufpassen, noch ein Fischstäbchen. Alles ab. Ja, guck mal, das fällt nicht hier runter, Manni. Schmeckt dir der Ketchup? Hoffentlich ist der Jaguar besser wie das Essig. Mir schmeckt es gut. Ich kenne das nicht. Und Zeitungsbeispiel. Weißt du, was die richtige Würze bei mir ist? Das Altöl an den Finger. Da drückt mehr Würze wie der ganze Essig. Ach, Uwe, das schmeckt es auch so gut. Das ist schmutzig, Finger. Aber wisst ihr was, das können wir langsam losfahren, wa? Nee, ich habe noch eine Überraschung. Ja? Ich muss noch was erledigen. Warten wir einen Augenblick. Ja, ich warte. Kann 5 bis 10 Minuten dauern. Ja, lass die ruhig Zeit machen, Fred. Okay. Was hat der Strolk wieder vor? Na, ist nichts Gutes. Uwe kippt sicherheitshalber noch mal etwas Öl in den Fiat. Manni hat sich verdächtig ruhig verhalten, als die Schummelei mit dem Wasser aufgeflogen ist. Außerdem hat Uwe in der Werkstatt eine interessante Entdeckung gemacht. So, ich vermute, der Manni hat heimlich abgelassen, weil der nämlich das Öl direkt übergelaufen ist. Also irgendwas stimmt nicht. So, das Ölgerät ist ein bisschen übergelaufen. Davor war es nicht übergelaufen. Also das Zeichen, dass Manfred das Öl abgelassen hat oder irgendwas reingeschüttet hat. Sonst wird das mich gar nicht auffallen. So, jetzt muss ich mal verdrücken, bevor er es merkt. Danke, McLeod. Oh, Manni, ist mein schöner Rock. Aber meine Haare passen noch nicht. Mhm. Was ist vorne, was ist hinten? Ach, bin ich nicht hübsch. Ich bin Dank McLeod von Clan McLeod. Es kann nur einen geben, den Manni. Oh. Hallo. Ich bin Clan McLeod von Clan McLeod. Es kann nur einen geben, den Manni. Dackelklappe, richtig? Du musst geil aus, Manni, wirklich. Ich bin ein Heidländer. Ja, Was oh, du auch raus. Oh, mach gut aus. Ja, im Grunde genommen ist das Tante Gertrud. Ja, genau. Ach, Sperrtlich, Tante Gertrud. Oh, ja? Tante Gertrud, Entschuldigung. Ach ja. Sieht aber gut aus. Unser Manfred ist der Spitze. Ja. Komm, wir gehen raus, Uwe. Ich, der Heidländer, fordere den Italiener mit den kleinen Beinen auf, rauszukommen. Ach ja, zum Duell. Junge. So, dann gehen wir mal, Jungs. Komm, Jungs, gehen wir. Tschö. Und Abmarsch, alle Bahn. Bis daher. Bis daher. Ja, bis daher, Gunnar. Kommst du rein, Peter? Oder musst du ein bisschen schieben? Guck mal nach. Ja, ist das schön. Showdown auf dem Sportflughafen. Eigentlich sind die Regeln ja ganz einfach. Der Fahrer, dessen Auto die längere Strecke ohne Öl und Wasser durchhält, bevor der Motor kaputt geht, gewinnt das Duell. Aber hat Edelmann Manni überhaupt noch eine Chance gegen Schlitzohr Uwe? So, Manni. Ja. Das bedeutet, ja. Der englische Klassiker, Jaguar. Der Heidländer. Der Heidländer,
Der fährt zuerst los. Ja. Ohne Wasser und ohne Öl. Sobald ja. du kommst, okay. sehen wir da. Und danach komm, bin ich für du und dann, fertig. Wenn du fertig bist, komme ich. Dann kommt er. Okay, ich mach das. Pass auf, dein Kleid, dein Kleid rein. Den Hintern sieht man sonst bei der Frau. Mein Hintern vom Wegen. Ich leg los. Leg los! Oh, hört sich gut an am Motor. Aber wie lange, Peter, wa? Und normal, wenn der langsam fährt, könnte er einmal rund kommen. So schlecht ist Jaguar nicht. Sag bloß, er schafft noch eine Runde. Erste Runde? Hm. Die müssen noch blau sein, die Lagerschalen. Oh. Gibt es nicht. Das ist nicht möglich. Da ist wirklich kein Tropfen Öl, kein Tropfen Wasser drin. Ne? Super Auto. Da kriegt die Maschine nicht Platz. Das ist die dritte Runde gleich. Das aber, hört nur ein Jaguar, ein Engländer aus. Schaffe ich die vierte Runde noch? Immer weiter. Unmöglich. Ich fahre immer noch nicht raus, einen Auspuff nehmen. Ich setze zur Runde Nummer 5 gleich an. Das schafft kein, normal kein Auto. Warum tun die Autos Motoröl rein? Mal wieder ohne Öl, fetten ohne Wasser. Jetzt ist er wie der Highlander, der geht nicht kaputt. Er lebt immer. Es gibt nur einen. Das ist sechste Tour. Das Ding geht nicht kaputt. Siebte Tour. Das ist die achte Tour. Ja. Nee, Öldruck voll da. Das ist gibt kein Auto der Welt, das so lange Öldruck da ist. Jetzt kommt die neunte Tour. Runde Nummer 10. Ja, irgendwann jetzt muss kommt die elfte gleich. Das ist Runde 11. Jetzt nur noch zwei Touren und dann kann er mehr machen. Das ist ein mutiger Kämpfer. Eine Runde noch. Da bin ich dran. Das ist Runde Nummer 14. Es kann nicht, nein. Das ist nicht normal. Engländer, ich muss euch loben. Ihr habt schöne Autos. Was der bringt. Yay. Runde 15 und der läuft. Der klappert immer noch nicht. Aus, Manni, aus. Der Motor klappt nicht kaputt. Aus, Manni, der Motor geht nicht kaputt. Komm, hör auf, der Brite. Ich bin stolz aber auf dir. Ich nicht erlebt. So, ihr könnt ihn ja nicht schikanieren. Das Meist ist ein Brite. 15 Runden ohne Öl, ohne Wasser. Ach, hört doch auf. Der läuft wie neu. Also kannst du mal bestimmt noch 100 Kilometer fahren. Mit dem? Ja, ich habe das noch nie erlebt. Normal wäre die Kolben hätten festgebrannt ja, sein müssen. Gar nichts, in die Verbrennung. Gar also, die brauchen wir gleich nicht mehr schleppen, den kann man gleich noch fahren. Den fahre ich noch. Das habe ich nicht erlebt, noch nie. Ja. Wir machen gleich so, jetzt mache ich beim 14, mal gucken, ob der eine Runde wenigstens hält. Ja, bin ich mal gespannt. Aber 15! Und los! Ja, mal gucken, wie lange meine Kiste aushält. Aber wir nicht so lange. Lagerschaden! Das ist keine Ehre für Rom. Eine Runde lang geschafft. Zweite Runde! Zweite Runde! Der hört sich aber nicht mit der Jaguar an. Du schaffst das. Nee, der kleine Italiener. So nicht normal. Ich hätte gedacht, das abgammelt. Kein bisschen. Auch Respekt. Peter und Manni sind erstaunt über die Ausdauer des italienischen Motors. Sieben Runden hat der Fiat jetzt schon absolviert. Nur Uwe weiß warum. Komm mal eine mit, Peter. Nein. Den kriegst du überhaupt nicht kaputt. Wie recht der ist hier. Was? Guck mal, die Nadel überschlägt jetzt. Die Blätter da voll. Hitze zeigen. Mal. Hier, Temperatur. Wie kommt ist das schön. Der Motor des Fiat ist heiß gelaufen, denn Wasser ist ja tatsächlich keines mehr im Kühler. Eigentlich sollte der Kleinwagen trotz ausreichend Öl jetzt bald liegen bleiben. Die hohen Temperaturen hält normalerweise kein Motor lange aus, ohne zu überhitzen. Mama mia.
astrein, das Wetter. Ach, ist das schön. Ach. Das ist das Wetter für den Highlander. Ich tanze, dann werde ich warm. So, ich kann jetzt tanzen. Nach 15 Runden stoppt Peter Uwe. Offiziell steht es jetzt unentschieden. Uwe, du hast geglaubt, in einer Runde sind die Kisten platt. Oh, der Ford war in 5 Sekunden kaputt. Da war Scheißkiste. Da ist doch nicht noch Uwe, nicht mehr. Ja. Wir sind total durchnässt. Ja, das haben wir noch nie erlebt. Das ist ohne Wasser, ohne Öl. Hast du gesehen draußen? Der Ford, 2 Sekunden platt. Ja. Jetzt hören wir auf. Wir sind total nass. Komm, hör auf, Mann. Ich lobe dich, Italiener. Peter. Ich lobe dich. Ihr müsst, Peter, jetzt muss ich deine Beichte machen. Engländer, ja. Hier habe ich 1,5 Liter Öl nachgefüllt. Oh. Du Schwein, der hat auch kein Öl. Dieser Tuch, Betrug. Aber, aber wisst ihr was? Aber wirklich, Erbwort. Betrüger. Kein Tropfen. Nicht nur Farbe. Betrüger. Aber wirklich, kein Tropfen Betrüger. Wasser. Der müsste oh, ja. Kein Tropfen Wasser, wirklich. Aber kein Wasser. Und aber der hat nur kein Öl. Oh Gott, den betrügen. Wenn das Hallo. Normal nicht kaputt, Hallo. Der muss kaputt Der Jaguar hat kein Öl und kein Wasser. Ja. Läuft. Ja. Ich krieg da nicht den Kopf rein, der müsste kaputt sein. Ein Gewinn für den Jaguar, weil er reell war. Wir laden den auf, den Jaguar fährt zu nach Hause. Der muss doch kaputt. Wasser ist doch kaputt drin. Uwe hat Beschiss gemacht und betrogen. Aber nur 1%. Spielt keine Rolle. 50. Mani? Ein Wasser drin. Auf die Knie. Ich schlage dich zum Ritter der Treue und der Ehrlichkeit. Ja, danke. Ja, lieg immer. Und tu den Jaguar als Sieger anerkennen. Das Edelschiff. So, England hat gewonnen. Das ist ein Auto, nicht wie der hier. Aber ja, aber guck mal, der Leute, der Wasser ist kein Tropfen drin. Wirklich, ist gar nichts drin. Ja.